Gesicht. Okay, Arschloch, wo ist Victoria? Oh, Layla. Sehen Sie? Die Kleine lebt noch. Und wenn das so bleiben soll, will ich 10 Millionen sofort, wie vereinbart. Tja, was das Geld angeht, das werde ich nicht allein entscheiden können. Wie? Sie können was nicht? Ich glaube, Sie verarschen mich. Nein, nein, nein. So funktioniert das nicht, Partner. Sie müssen umgehend jemanden finden, der das entscheidet, oder die Sache ist gelaufen. Ich zähle bis drei. Ich muss mit meinem Vorgesetzten... Verdammte Scheiße! Sie blödes Arschloch, was haben Sie getan? Sie sind eine Bestie! Hab ich Sie verarscht? Tut mir leid. Mister. Okay, es reicht. Ich will jetzt die 10 Millionen. Wenn Sie mich linken, werden 10 Millionen mehr. Sie können sich's überlegen. Okay, Sie Scheißkerl. Sie haben gewonnen. Heiß bist du, Schätzchen. Ah, besorgt es dir gut? Wichser. Du hast ja keine Ahnung. Hey, verdammt! Wo ist Victoria? Ich werde sie irgendwann anrufen und sagen, wo sie sie finden kann. Komm jetzt, Schatz. Mich macht Geld geil. Sie geben diesem Psychopathen einfach so unser Geld. Naja, er ist nicht so dumm, wie er aussieht. Niemand entkommt der Agency. Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play Hitman mit Goody Games News and More. Ich wünsche euch viel Spaß bei diesem Teil und ich bin sehr gespannt, wie es hier weitergeht. Wir wollen immer noch unsere Victoria haben, sie ist immer noch in den Händen von dem Dreckskerl. Und die Agency hat ihm jetzt also 10 Millionen Dollar gezahlt, um selber Victoria zu erhalten. Aber wie wir wissen, unser Hitman ist auf keiner von beiden Seiten, weder auf der des skrupellosen Bastarde noch auf der Seite von der Agency. Sondern er will Victoria einfach nur retten. Und das ist das, was wir jetzt hier im Blackwater Park machen müssen. Wir haben zum Glück ja nun erstmal unseren schicken Anzug wieder. Das ist schon mal die Hauptsache. Und dann haben wir natürlich erfahren, dass das Ganze hier im Blackwater Park angeblich die Übergabe stattfinden soll. Also müssen wir uns einfach mal wieder hier in gekonnter Manier durchschleichen. Den Schuss, den ich abgegeben hatte, genau, das war deswegen gewesen, damit dieser Kerl hier leicht verunsichert ist. Und auch von seiner Route runtergeht und hier dumm die Wand anleuchtet. Dann kann ich nämlich wunderbar hier durch die Gegend schleifen. Ich lasse ihn jetzt aber hier liegen. Da vorne ist eine Kiste, wie ihr gerade seht, auf der leicht linken Seite. Aber ihn da rein zu buxieren, nee, das kann mich meine Entdeckung kosten. Also müssen wir wirklich einfach die Leiche mal liegen lassen. Mache ich ungern. Aber wie gesagt, hier der Blackwater Park auch nicht so leicht, sich durchzuschleichen. Eine Menge Leute unterwegs. Warum lieber einmal eine Leiche liegen gelassen, als beim Wegtransportieren erwischt zu werden. So, da dreht er sich um. So wollten wir das haben. Da bleibt er stehen. Ah, da kommt der nächste. Ich muss hier. Ja, genau, wunderbar. Hinter seinem Rücken durch, so geht das. Hier vorne den Generator auf der linken Seite von mir, den hätte ich auch noch manipulieren können, damit ein Techniker rauskommt und hätte dann die Verkleidung vom Techniker genommen. Ist auch halt eine Möglichkeit, dieses Level zu machen. Ich habe mich aber hier für diese Variante entschieden. Da es in der Polizeiuniform, finde ich, ein kleines bisschen leichter sogar, ehrlich gesagt, ist. Der scheint nur in die Richtung zu gucken. Oder geht er auf Route?
Geht er auf Route? Mensch, Junge. Skellert, meine Mütze wird nass. Ah, da kommt der nächste hoch. Okay. Wenn der umdreht, dann können wir ihm hinterher schleichen. Oder? Wo geht er genau hin? Schauen wir mal. Ah, er bleibt da vorne stehen. Jetzt geht er zurück. Wunderbar. Dann folgen wir ihm doch einfach mal. Stehenden Fußes. Und dran vorbei. Ah, da haben wir unser... unser Ziel, unser erstes Zwischenziel auch schon fast erreicht, dass wir also erstmal ins Hotel hier reinkommen. Das ist wohl hier der Booteneingang. Auf alle Fälle den Seiteneingang. Dieser Regen, lächerlich. Instinkt. Instinkt haben wir auch kaum. Könnten Sie jetzt bitte mal mit dem Quatsch aufhören? Ich hab mal von so einem Straßenfest gehört. Die Leute haben sich besoffen und überall hingepisst. Das sind die Kenner. Nein, ich glaube, da hätte ich ruhig einfach reingehen können, oder? Alles voller Pisse und Scheiße. Da hat mir ja nur gesagt, ich soll aufhören mit dem Scheiß, den ich da veranstalte. Mal gucken jetzt. Innen, jetzt guckt er gerade weg. Genau, also immer schön unten aufs kleine Radar gucken, dann sieht ihr auch die Blickrichtung der Leute. Und einfach, um auf Nummer sicher zu gehen, machen wir das auf die Art und Weise. Ja, wir sind ein Hitman, wir sind ein Killer. Das gehört zum Job dazu. Man macht sich die Hände schmutzig. Ah, keine Kiste da, wo ich ihn verstecken kann. Den würde ich gerne wieder verstecken, aber hier ist anscheinend nichts. Ja, Leiche in der Nähe, das weiß ich auch. So, mal gucken, wo geht's hier hin? Ich glaube, hier sollte ich schon direkt ins Hotel kommen, denke ich mal. Das macht Spaß. Ja, hier bin ich jetzt über dem Auto. Schon du, tut mir leid. Aber steck dich an, war echt gut. Na, da scheint keiner lang zu gehen, da können wir wohl erstmal. Schnell hinter ihm lang, genau. Wenn er uns den Rücken zuwendet, nutzen wir das doch aus. Und Kontrollpunkt, das ist immer eine feine Sache. Kontrollpunkt macht die Sache einfach leichter, weil so ganz ohne Kontrollpunkt zum Beispiel, das ginge überhaupt gar nicht. Also weil manche Stellen sind echt hart. So, jetzt müssen wir also zu Dexters Penthouse gelangen. Ach, hier übrigens gibt es auch eine ganz nette Herausforderung. Ich zeige euch das mal. Er musste dafür sterben, aber ich wollte es gerne zeigen. So, das war ziemlich dumm. Und dann, jetzt werden wir ihn entsorgen. Ab hier in den Wäschebottich, in die Wäscherutsche, sage ich mal, denke ich mal, ne? Eine Rutsche für die dreckige Wäsche. Und Sie sehen Waschtag, genau, 1 von 3. Also 3 Leute in der Mission da. Drin versenken gibt dann die Herausforderung Waschtag. So, hier hätte also auch noch eine Verkleidung rumgelegen, ohne dass ich jemanden für niedermache, niederschlage, die Wäsche rutsche. Aber egal, das macht doch Spaß. Dafür sind wir hier. Töten macht Spaß, war schon wieder nicht so nett. So, das ist glaube ich hier der Oberportier, ne? Deswegen so diese rote Uniform. So, weil wir hier aber später noch was erledigen haben, würde uns hier der kleine Polizist beistören. Das wollen wir nicht. So kann uns jetzt auch der Portier nicht mehr. Also wie gesagt, das ist ja immer Leute der gleichen Klasse, also der gleichen Verkleidungsart und Weise, sage ich jetzt mal. Die können euch also entlarven, während halt, was weiß ich, die Bullen wissen halt nicht, wer gehört zum Hotelpersonal und umgekehrt. So, dann schmeißen wir jetzt hier auch noch die Wäscherutsche runter. Dann haben wir schon mal 2 von 3. Und ich denke mal, gerade diese Folge wird euch richtig gefallen. Nach der letzten, die war ja mit ihren 3,5 Minuten ein bisschen kurz. Aber sie war wichtig für die Story, fand ich irgendwo, dass wir da also unseren maßgeschneiderten Anzug wieder bekommen. Dafür gibt es jetzt Entschädigung mit einer bisschen längeren Folge hier auf jeden Fall. So, der kleine Kinoraum gehört uns ganz allein. Er
Erwartet sie eine verdammte Invasion oder was? Ich habe in meiner Laufbahn schon viel erlebt. Diese Typen tun so, als da steht leider ein Polizist mit rum. Gehen wir hier mal unauffällig im Kreis. Na, Portier, was machst du da hinten? Na, da kommt er doch. Nee, ja doch, er kommt zurück in den Raum. So soll es sein. Wunderbar. Verlässt uns wieder. Oh, der Polizist kommt gerade wieder hoch. Da lang ist auch schlecht. Oh, Leute, ihr steht mir im Weg. Ich will doch nur meinen Job machen. Ich will Victoria retten. Oh, da kommt er wieder rein. Der Chef. Und ich würde mal sagen, das war sein letzter Arbeitstag. Ja, das gab massig Minuspunkte. Nicht Ziel Todesfall plus Zivilisten getötet ist nicht die feine Variante, aber es war notwendig und was notwendig ist, ist gut. Und weil, was können wir jetzt Schönes machen? Genau, ab runter mit ihm die Rutsche. Wir wollen noch den Waschtag erledigen. Ne? Irgendwie will das Y gerade nicht so, wie ich will. Hallo? Ich will hier nicht ständig irgendwas aufheben und... Oh, was soll das denn? Bisschen bewegen. Nochmal. Ja, jetzt. Na, endlich. Also, Waschtag 3 von 3. Auch wieder eine Herausforderung geschafft. Fahren Sie in den 10. Stock, lassen Sie meine Leute in den Serverraum und kommen Sie dann zurück. Kriegen Sie das hin? Na? Ja, ich stelle sie hier ruhig da. Das ist ja aber eine Charmant. Ein Schambolzen. Irgendwie geht mir das in der Disco immer genauso. Ich berechte den Arm. Okay, alles klar. Kommen Sie zurück, sobald Sie fertig sind. Na, irgendwie habe ich jetzt eigentlich gedacht, ich könnte... Ja, Mädel. Ich habe nur gedacht, ich könnte jetzt hier an den Fahrstuhl ran, weil das halt hier irgendwie bei mir auf der Map das nächste Missionsziel ist. Ah, jetzt ist er offen, der Fahrstuhl. Darf ich jetzt rein? Na also. Wunderbar. Ja, der Hitman ist nicht so ein Fan von Kameras. Mr. Dexter, er hat die Kamera am Lift deaktiviert. Kommt zu uns. Jawohl. Es heißt zwar, Reichtum kann eine Bürde sein, aber ich bin bereit, sie auf mich zu nehmen. Oh, das ist Victoria. Heilige Scheiße! Da ist so unheimlich viel Kohle in diesem Koffer drin. Und die gehört uns? Nein, die gehört mir! Hier, kauf den Lippenstift. Verdammt ist das Geld! Ja? Kauf den Lippenstift, der war cool. Was? Mist! Verarschst du mich etwa? Wieso wurde der Kerl noch nicht umgelenkt? Verdammt nochmal! Der Typ muss sterben, und zwar jetzt! Leg ihn um! Hast du das endlich kapiert? Kriegt ihr das hin? Nein, natürlich nicht, weil ihr verdammte Schlappschwänze seid! Ich kann doch nicht immer alles selber machen! Ganz ruhig, Baby. So auf den Sack. Alles gut, Baby. Nein, das ist es nicht. Der Oberwichser will unbedingt meinen Arsch! Herrgott nochmal! Leila hat etwas, das wirkt bei jedem Mann. Ja, davon bin ich überzeugt. Du machst das schon. Komm, Engelchen, geh mir. Ich vertraue dir. Alles klar.
Mann, bin ich blöd. Blöd, blöd, blöd. Es ist nicht. Was ist das für ein geiler Bringdienst? 50 im 22. Stock, sondern Nummer 22, nee, Nummer 25, Nummer 55 im 2. Stock. Oh, nee. Was ist los mit mir, hä? Ist das eine Leseschwäche? Oh, Mann. Oder bin ich einfach nur blöd? Vermutlich bin ich einfach nur. Oder hast du einfach nur einen ganz schlechten Tag, Charlie, Junge? Denken Sie, ich sollte mich testen lassen? Ich weiß nicht, geht das eigentlich? Hey, Mann, Sie haben ja eine Knarre. Oh, wie cool ist das denn? Ja, ich sag doch, einen ganz schlechten Tag. Hey, das ist nur der Sushi, ja, der Sushi bestellt. Miss Stockton schon. Herrgott, nimm das Sushi und bring es zu Miss Stockton. Und fass da drin nichts an. Ich bin's. So, wir sollen jetzt also Layla finden. Wir haben es also schon mal im Fahrstuhl schon mal hoch in die wahrscheinlich richtige Etage geschafft. Da haben wir auch schon ein Ziel markiert, oben rechts in der Ecke, die Layla. Die will sich also angeblich um uns kümmern, die wüsste schon, wie das funktioniert. Sie hätte dafür die richtigen Waffen, naja, wenn sie denn meint. Ich glaube, da unterschätzt sie den Hitman gerade ganz gewaltig. Jetzt schaffen wir das mal eine kleine andere blonde Bitch. Ja, Mädel, wer hier mit MPs im Gang rumsteht, hat definitiv das verdient, an der Klavierseite um den Hals herum gewickelt, durch die Gegend gezogen und anschließend in einen Wartungsschacht geworfen zu werden, ja. Hast du dir verdient, Mädel? Tut mir leid, hättest du einen anderen Job gesucht? Ganz normal Bedienung irgendwo im ganz normalen oben ohne Kneipe und jeder wäre glücklich gewesen, aber so? Nee. Dein letzter Arbeitstag hast du dir bestimmt anders vorgestellt. So, mal gut beobachten. Ich glaube, jetzt müssten gleich hier. Ja, ja, da kommt doch schon so eine kleine Gruppe auf mich zu. Ah. Hier erst die Treppe runter. Und hier gibt es wirklich momentan ein paar mehrere Stellen, auf die wir ein bisschen aufpassen müssen. Von wo wir überall gesehen werden können. So, das war jetzt nur zum Ablenken gedacht. Ja, genau. Zentrale, irgendwas ist hier los. Ja, bleibt da stehen. Aber da neben mir. Ja, genau, richtig. So ist brav. Noch ein zweiter hinterher. Falscher Alarm. Das hatte ich mir jetzt ein bisschen anders vorgestellt gehabt. Gut, aber die beiden schwirren nach oben weg. Oh Mist. Da kommt wer rein. Da kommt gerade wer rein. Zurück, zurück, zurück. Oh, das wäre aber mächtig schief gegangen. Der geht genau da lang, wo wir ihn nicht haben wollen. Probieren wir es nochmal. Was, Tom? Ah, das war schon Layla. Layla Stockton. Ist etwas passiert? Macht euch bereit, wir brauchen Unterstützung. Ey Leute, ihr macht mich wuschig. Ist da jemand? Geben Sie sich zu erkennen. Angst. Ach, er geht da rein, das ist aber nett. Dann sorgen wir mal dafür. Oh! Mist, da hat das eben gerade nicht so hundertprozentig geklappt mit dem von hinten erdrosseln. Da sind jetzt ein paar. Ein wenig unruhig geworden, sag ich mal. Da ist ja nichts um die Ecke irgendwie. Ach, da kommt sie. Ach, ist egal, sie kommt hier rein. Cool. Dann kümmern wir uns drum. Ja. Und Erfolg freigeschaltet. Etwas Schönes zerstören. Ja, die Layla ist weg. Schade für sie, gut für mich. Da kommt der nächste Depp ange... Aha, was macht er? Okay, das ist hier gerade irgendwie buggy. Ich meine, der rennt hier an ihr vorbei.
ich hab's nicht verstanden. Ich war jetzt gerade einfach total verwirrt, aber in Ordnung. Wollen wir uns jetzt nicht beklagen, nachdem es ja positiv für uns gelaufen ist? Haben wir hier eine ganze Menge Tote liegen? Oh Gott, ey, das war Schwerstarbeit. Und von sowas kriegt man es im Rücken. Da muss man sich einfach anders bücken, wenn man eine Leiche aufhebt. Schön den Rücken gerade lassen. Hier seht ihr, das geht gar nicht. Das geht voll auf den Rücken. Also wenn ihr mal an einem Tag irgendwie 4, 5 Leute zu entsorgen habt, bückt euch mit geradem Rücken und nicht so schräg runter. Weil wie gesagt, das geht aufs Kreuz. So, nehmen wir noch Leylas Wumme. Oh, wow, 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 Leyla. Du machst hier eine Gymnastik. Und weg ist er. Also wie gesagt, wie das Ganze gerade gelaufen ist, hat mich irgendwie voll durcheinander gebracht. Aber das Ziel ist eliminiert. Wir haben jetzt eine schöne Rüstung an, also eine schöne Rüstung, eine schöne Verkleidung an. Ihr Jungs seid wie ihr seht, diese normalen Agenten erkennen mich nämlich gar nicht. Die beiden... Oh, auch nicht. Das finde ich gut. Das finde ich gut. Dann kann ich ja hier weiter durchgehen, um mich meinem Ziel zu widmen. Hier gibt es übrigens auch wieder eine wunderschöne Herausforderung. Ich glaube, so und so viele Leute mit dem Samurai-Schwert eliminieren oder sowas. Die Zentrale will diesen Typen unbedingt schnappen. Oh, da waren aber eine Menge Alarmdinger. Alarmdinger. Sensoren, optische Sensoren, Lasersensoren, wie auch immer. Auf alle Fälle hat es uns gestört. Wir gehen woanders lang. Gucken, Instinkt ist auf jeden Fall voll, so gut wie... Aber ich kann hier wunderbar einfach durchmarschieren. Das ist ja herrlich. Zumal ich momentan gar nicht so genau wusste, wo es hier lang, wo ich hier lang soll. Ah, jetzt geht's wieder runter. Entschuldigung, Leute, ich bin verwirrt. Ich bin verwirrt. Das Hotel ist so groß. Aber ich ging doch hier gerade auf den Balkon. Schön, dass ihr jung seid. Ja, genau. Schön, dass wir hier sind, du Depp, du. Kann ich hier irgendwie noch rüber? Nein. Nein, kann ich nicht. Also wieder, momentan renne ich gerade... Zum Glück habe ich eine gute Verkleidung, weil ich renne hier voll ziellos durch die Gegend. Ist ja auch mal nett. Oder eher nicht. Ja. Nee, das, oder? Nee, jetzt bin ich auch wieder auf dem Balkon. Nee, das ist ein anderer kleiner. Nach hinten sicher. Bestätigt, Zentrale. Ich könnte euch jetzt natürlich erzählen, ich habe das hier alles nur wegen dem Schürhaken gemacht. Aber nein, ich habe es gemacht, weil ich gerade total verwirrt bin. Sichern. Ja, ja, sicher du mal die Flanke. Großschnauze. Ist aber auch groß hier oben, oder? Naja, es wäre nur, hätte ich wahrscheinlich irgendeinen Weg auch außen an der Fassade lang wählen können. Wie und was, keine Ahnung, weil, wie gesagt, ich habe ja gerade selbst gar keine Ahnung, wo ich bin. War ich hier schon? Ist das die Eingangshalle? Ja, ja, das ist die Eingangshalle, wo ich reingekommen bin. Ja, ja, genau, hier, hier. Hier habe ich doch meine Leyla entsorgt und so weiter. Ja, genau, richtig, okay. Ich wollte nur wissen, ob ich jetzt hier wieder an der richtigen Stelle bin, wo ich denke. Okay, jetzt habe ich so gut wie alles abgesucht. Stehe ratlos in der Gegend, das ist auch eine wunderbare Geschichte, was man ja auch mal machen kann. Ratlos in der Weltgeschichte stehen. Ja, der Typ ist der totale Profi. Er rennt zwar hier rum wie Depp, aber der totale Profi. Ah, hier war ich noch nicht. Das ist neu. Ah, hier ist auch die Samurai-Rüstung, von der ich euch erzählt habe.
ziehe ich die an? Bin ich dann zu erkennen oder? Weil ich habe jetzt momentan gerade so eine schöne Verkleidung, wo mich irgendwie fast keiner erkennt. Das mag ich jetzt ungern aufgeben. Aber deswegen, ich glaube, die Verkleidung und Samurai-Schwert, das ist, glaube ich, die Herausforderung. Ich bin mir jetzt aber echt nicht sicher. Also ist ja schon mal das schöne Samurai-Schwert. Waffen gibt es hier wirklich en masse. Ja, das sieht gut aus. Das sieht sehr gut aus, wo ich hier bin. Ja, da sehen wir jetzt auch schon... Ah, endlich mal wieder einer, der mich erkennt. Ich schmeiß mal kurz meinen Instinkt an. Und jetzt nähere ich mich endlich meinem Missionspunkt auf der Karte. Eine kleine Geheimtür. Und ein Kontrollraum, aber... Victoria ist weg. Keine Victoria hier. Layla, schwing deinen Arsch her. Wir gehen. Und du, rein mit dir in den Helikopter. Ich werde dich Atom für Atom zerlegen und züchten wie ein Preisbull. Und schau doch nicht so, Mädchen. Immerhin kommst du aus dem Reagenzglas. Mein Labor. Ach, zu Hause? Oh, jetzt sag bloß, das wusstest du nicht. Du bist ja wirklich niedlich. Du Mistkerl! Fass mich nicht an! Wow! Wow! Mädchen, wie es aussieht, warst du den ganzen Ärger wert. Los, schafft sie in den Helikopter! Okay, sie ist definitiv ein gezüchteter Hitman. Da geht die kleine Abischmitz-Katze. Ich denke, ich muss ein kleines unschuldiges Mädchen retten und dann sowas. Wow! Das hat mich beeindruckt. Okay, Leute, ich hoffe, euch hat es genauso gefallen wie mir. Ich würde mich sehr über positive Kommentare oder generell über Kommentare, über ein Like, über ein Abo, was auch immer ihr mir gerne da lassen möchtet, würde ich mich wahnsinnig drüber freuen. Ich sage so long und goodbye. Keep gaming, euer Goodie.